Also ich kenne Salzburg sehr lang, habe als Kind sogar selbst ein paar Jahre in Salzburg gewohnt, komme deshalb gern zurück und kenne die Stadt auch in den letzten Jahren, wie sie sich entwickelt hat. Und wenn man sich es räumlich anschaut, ist es ja, und das ist ja auch richtig, dass nicht in die Fläche gegangen wird, dass nicht neu gebaut wird, sondern dass im Bestand auch verdichtet wird. Aber diese Verdichtung, die muss qualifiziert passieren. Und für diese Qualifizierung sorgt auch die Grünflächenzahl, indem sie eben sagt, wenn ich was dichter mache, wenn ich mehr bebaue, muss ich auch mehr Grün in der Stadt erhalten, um eben das Klima nicht noch mehr zu belasten. Natürlich hat jede Stadt ihre eigene Baukultur. Salzburg hat ganz viele Bereiche eben mit freistehenden Einfamilienhäusern, viele Reihenhäuser auch sehr viele Bauten aus den 50er bis 70er Jahren, diesen Scheibenhochhäusern mit den großen Grünflächen dazwischen. Und gerade diese Einfamilienhausgebiete sind es, wo jetzt auch der Druck entsteht, wo die gewerblichen Bauträger hineingehen, wo sich viel verändert, dass auch die Menschen merken und spüren. Und gerade da gilt es ja anzusetzen, weil das ist die Fläche. Da passiert ja viel, da wird viel gebaut, da wird viel entwickelt. Und das sind Projekte, das sind sehr, sehr viele Projekte, die da jedes Jahr in Salzburg auch neu gemacht werden. Und da bei jedem Projekt wirklich Einfluss nehmen zu können, dafür braucht es solche Instrumente.